Markus Röhl. Ich habe im Anbau herausgefunden, dass irgendwie so ein Personal Trainer, Mannes Lukas oder keine Ahnung wie der heißt, mit so einem 12-jährigen Lauch irgendwie so ein Video aufgenommen haben und mich ja hart kritisiert haben. Und ja, meine eigentliche Frage ist, stören dich solche oder geht dir das am Arsch vorbei oder so? Ich mache ja viele Kommentare so mit Absicht, um zu sehen, ja, ich weiß den Stein in den Zehen, schau mal, wie viel Wänden der schlägt, ja. Ich habe den Namen Johann, ne? Wie heißt der? Johannes? Habe ich schon nie gehört vorher. Ich habe es jetzt von Matze erzählt bekommen, wo wir in Australien waren. Und habe ich gesagt, ja, ich finde es spannend, dass der Mann, ist, wie alt ist der Bube? Ich meine, 40? Also, ich frage mich dann schon wieder, wenn sich mit 40 Jahren eine Stunde lang meine Scheiße anguckt und alles zerflickt in jede Sekunde, der muss ein Riesenfan von mir sein. Und insofern bedanke ich mich schon wieder bei dem jungen Mann, dass er mir so viel Aufmerksamkeit schenkt. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwas höre über mich, denke ich, ach ja, ich gucke lieber Fußball jetzt. Ja? Bevor ich mir eine Stunde lang YouTube angucke und das zerpflückt dann und ich glaube, der hat so Videostops gemacht und das kommentiert, finde ich doch klasse, wenn das einer macht. Ja? Freue ich mich doch. Das sehe ich immer noch, dass ich im Gespräch bin, dass ich die Leute immer noch so ein bisschen ärgern kann mit meinen Kommentaren. Und wenn er dann glücklich ist, und dann haben wir doch beide was Gutes geschafft an dem Tag. Ja? Er freut sich, dass er ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt. Ich krieg's erzählt von jemand anderem, weil ich die Leute gar nicht kenne. Ja? Und ich meine, nochmal, vieles, was ich mache, ist ja so ein bisschen sarkastisch und mit Selbstironie gesagt. Man darf dann nicht alles auf die Goldwaage legen und das machen die ja alles. Und das finde ich schon wieder so bescheuert, dass ich denke, alles mit ein bisschen Humor. Ich meine, das ist doch Entertainment, ja? Gut, guck mal, ich mache jetzt ein Seminar, da muss ich ja auch ein bisschen entertainen, die Leute unterhalten, dass es zum Lachen ist. Und da überspitzt man das eine andere mit ein bisschen Selbstironie. Aber das darf man nicht alles auf die Goldwaage legen, wenn Johannes, das jetzt so alles zerpflückt hat, dann freue ich mich doch.